Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Gäste, es ist ein beeindruckender Blick von hier. Langsam wird das kleine Forum, das Tempodrom, zu klein für uns. Aber die Diskussion ist auch enorm groß, denn die Herausforderung, vor der wir stehen, ist enorm groß. Die Metropolen in der ganzen Welt wachsen. Also, dass Berlin wächst, ist keine singuläre Erscheinung, die wir erleben, sondern das ist weltweit so. Metropolen wachsen, Berlin wächst auch. Und dieses Wachstum unserer Stadt umfasst sowohl die Entwicklung der Einwohnerinnen und Einwohner als auch die Zahl der Erwerbstätigen. Wenn wir uns das mal vor Augen halten, wie viele Menschen allein in den vergangenen 5 Jahren zu uns gekommen sind, dann sind das im Saldo, also diejenigen, die da geblieben sind, 220.000 Menschen. In den letzten 5 Jahren 220.000 Menschen. Frau Frauen, Sie sagten, wir hatten uns vor einem Jahr mal getroffen und haben darüber geredet. Da habe ich noch gesagt, Potsdam hat 179.000 Einwohnerinnen und Einwohner. Und eine Stadt so groß wie Potsdam ist zu uns gezogen. Ein Jahr weiter geht die Entwicklung weiter. Ich muss sagen, eine Stadt wie Erfurt beispielsweise ist in den vergangenen 5 Jahren zu uns gezogen. Und wir wachsen täglich weiter. Und das sind nicht nur die Menschen, die als Geflüchtete aus Syrien und anderen Kriegsgebieten der Welt zu uns kommen, sondern es sind viele Menschen, die aus anderen Regionen Deutschlands, aus anderen Regionen Europas zu uns kommen. Und wir benötigen Wohnraum für die Neuangekommenen. Alle wollen wohnen. Das ist der Titel der heutigen Veranstaltung. Die Frage, wie sich neue und wachsende Quartiere in die bestehende Stadt einfügen können, wie wir diese Räume gestalten können, wie wir Qualitäten sichern können und welche Rolle diese Räume dann für die Integration der Menschen in unserer Stadt spielen können. Und es ist zu erwarten, dass sich dieses Wachstum in wachsender Dynamik in den nächsten Jahren so fortsetzen wird. Also ich habe gerade gesagt, in den vergangenen 5 Jahren kam Erfurt zu uns und die Bevölkerungsprognose sagt uns, dass in den nächsten Jahren Bochum nochmal zu uns stößt. Um mal zu sagen, in welchen Größenordnungen das vor sich geht. Und deshalb ist es eben keine gewagte Prognose zu sagen, dass wir in den nächsten 10 Jahren an die 4 Millionen Einwohnergrenze heranstoßen werden. Ich weiß nicht, ob wir sie durchstoßen werden oder nur ankratzen werden, aber diese Entwicklung wird sich in diesem Maße so fortsetzen. Und meine Damen und Herren, wir begreifen dieses Wachstum in der öffentlichen Diskussion nach meinem Dafürhalten viel zu oft als Problem. Wie bringen wir die Menschen unter? Berlin wird immer voller. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind voll. Was wollen die ganzen Menschen bei uns? Muss das denn sein? Und die Antwort darauf ist, Berlin wächst auch ohne uns. Die Metropolen weltweit wachsen. Die Frage, die vor uns steht, wie gestalten wir dieses Wachstum möglichst sozial ausgewogen? Und wie halten wir Berlin vor dem Hintergrund dieses Wachstums in den entsprechenden lebenswerten Qualitäten, dass wir alle noch gerne hier wohnen, dass wir sagen können, das ist unsere Stadt, das ist meine Stadt, dieses Berlin. Wie bewahren wir das auf Dauer? Das ist die Frage, die vor uns steht. Aber wenn wir uns das Wachstum der letzten Jahre mal anschauen und die Einwohnerzahlen vergleichen mit den Zahlen der Erwerbstätigen, dann stellen wir fest, dass die Zahl der Erwerbstätigen stärker gestiegen ist als die Zahl der Einwohnerinnen und Einwohner. Und das heißt, das Wachstum der letzten Jahre war gut für Berlin. Das ist ein Wachstum in den Arbeitsmarkt gewesen, kein Wachstum in die sozialen Netze. Wir haben 2004 eine Arbeitslosigkeit in der Stadt gehabt von etwa 20%. Heute liegen wir so um die 10%. Die Haushaltseinkommen steigen, die Steuereinnahmen steigen, deswegen können wir auch wieder investieren. Also dieses Wachstum an sich ist gut für die Stadt. Es muss nur entsprechend gestaltet werden. Und beim Stadtforum ist es gute Tradition, sich auch umzuschauen und zu sagen, wie machen das andere Städte. Und deshalb, lieber Jörn Walter, freut es mich ganz außerordentlich, dass Sie heute aus Hamburg zu uns gestoßen sind, denn wir haben mit Hamburg eine sehr enge Kooperation. Ehrlich gesagt haben wir uns schon das eine oder andere von Ihnen abgeschaut. Ich weiß nicht, ob das umgekehrt auch der Fall war. Wir tauschen uns jedenfalls regelmäßig aus. Vor 1,5 Jahren war Olaf Scholz hier im Stadtforum auch zu Gast. Und wir haben gemeinsam viele gute Beispiele gefunden und Maßnahmen ergriffen, um den Wohnungsbau zu beschleunigen. Und da sind wir im Moment schon ganz gut unterwegs, denn die Genehmigungs- und Fertigstellungszahlen wachsen erheblich. 2015 hatten wir 22.500 genehmigte Wohnungen. Das ist etwa das Vierfache vom Stand von 2010. Wie viele Sozialwohnungen? Kommt gleich, keine Sorge, kommt gleich.
Im Moment will ich noch darauf abheben, dass von diesen 22.500 genehmigten Wohnungen wir etwa 12.500 Fertigstellungen hatten in 2015. Und das ist ein Problem, zu dem ich nachher nochmal komme. Klar ist aber, dass die Zahl 12.500 fertiggestellte Wohnungen nicht in Beziehung zu setzen ist mit der, oder sinnvolle Beziehung zu setzen ist mit der Zuzugszahl, die wir nach Berlin bekommen. Das heißt, wir haben deutlich größere Zuwanderung nach Berlin, als dass wir bisher Wohnungsfertigstellungen haben. Sagt uns für die nächsten Jahre, wir müssen die Fertigstellungszahlen steigern. Wir brauchen eigentlich, um dieses Wachstum der Stadt zu bewältigen, so 15.000 bis 20.000 Wohnungen im Jahr. Und das mehrere Jahre hintereinander, um diese Größenordnung zu bewältigen, die vor uns steht. Und die Frage ist, wie machen wir das? Und Frau Frauens hat hier angesprochen, erstens, das Land Berlin hat Hausaufgaben zu erfüllen. Und zweitens, wir müssen eine Diskussion mit der Stadtgesellschaft zu den offenen Fragen führen. Ich will mal hier ganz kurz mit den Hausaufgaben für das Land beginnen. Was haben wir getan? Wir haben beispielsweise die Wohnungsbauförderung wieder eingeführt und sind von 1.000 Wohnungen, die im vergangenen Jahr gefördert wurden, auf etwa 3.000 Wohnungen gekommen, die wir 2017 fördern werden. Und klar ist, dass wir bei Fertigstellungszahlen von 15.000 bis 20.000 Wohnungen auch diese Zahl der Sozialwohnungen noch mal steigern müssen. Da sage ich immer, wir werden so ab 2018 mindestens 5.000 Sozialwohnungen im Jahr bauen müssen. Im Moment liegen wir so zwischen 2.500 und 3.000 pro Jahr. Also Sozialwohnungsbauförderung haben wir wieder eingeführt. Zweitens, die Frage der Flächen. Haben wir überhaupt genug Flächen, um so viele Wohnungen zu bauen? Dafür ist ein Wohnflächeninformationssystem aufgebaut worden. Und wenn wir uns das anschauen, die Verwaltung arbeitet schon damit und das wird auch für die Öffentlichkeit freigeschaltet werden, dass jeder das nachprüfen kann, dann stellen wir fest, dass wir etwa 1.300 Standorte in der Stadt haben, auf denen etwa 150.000 Wohnungen entstehen können. 1.300 Standorte mit 150.000 Wohnungen Wohnungsbaupotenzial. Und dann haben wir 10 weitere Standorte mit einem Potenzial von etwa 50.000 Wohnungen. Und das heißt, wir haben jetzt Flächen identifiziert, auf denen theoretisch 200.000 Wohnungen entstehen könnten. Wir haben die notwendigen Flächennutzungsplanänderungen dafür durchgeführt, in diesem Jahr relativ viele für knapp 8.000 Wohnungen. Wir werden in den nächsten Jahren noch weitere Flächennutzungsplanänderungen durchführen müssen. Dann gibt es einen Engpass Personal. Ich habe vorhin gesagt, wir haben die Baugenehmigungszahlen seit 2010 vervierfacht mit dem gleichen Personal. Mit demselben Personal, muss man sagen. Das zeigt, da war eine Effektivitätsreserve, ja, aber wenn wir uns anschauen, dass wir 2014 etwa 20.000 Wohnungen genehmigt hatten, und 2013 etwa 9.000 Wohnungen genehmigt hatten, also die Steigerungsrate dann doch sehr steil war. Und dass wir im letzten Jahr jetzt nur noch von 20.000 auf 22.500 gekommen sind, zeigt, dass wir kommen an das Ende der Effektivitätsreserve. Das heißt, wir müssen einstellen. Deshalb haben wir diese Ausschreibung gestartet, nennt sich Taskforce Bebauungsplan oder Bebauungsplanfabrik. Das ist gerade ausgeschrieben worden, 50 neue Stellen in der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt, die wir auf die Bezirke aufteilen, einfach um Planungsrecht zu schaffen. Gleichzeitig haben wir Personalverstärkung auch bei der Senatsverwaltung vorgenommen. Auf diese 50 neuen Stellen ist der aktuelle Stand von heute Vormittag, gibt es Enddatum der Bewerbungsfrist war 31. März, 400 Bewerbungen. Also alle, die gefürchtet haben, oh, habt ihr denn überhaupt genügend Bewerbungen? Kommen denn überhaupt genügend Menschen hierher, um diese Aufgaben zu erfüllen? Ja, also nach dem zahlenmäßigen Stand der Bewerbung haben wir 400 Bewerbungen, das müsste zu schaffen sein. Preisgünstige Flächen ist ein Engpass. Wir haben deshalb überlegt, dass wir das Entwicklungsrecht stärken müssen, also viel mehr Entwicklungsmaßnahmen starten müssen, Sanierungsgebiete ausweisen müssen, um über die Preisgestaltung bei Flächen mitreden zu können. Und gleichzeitig haben wir aber eine hochgradig spekulative Entwicklung der Grundstückspreise in der Stadt. Die Grundstückspreise sind 2013
Entschuldigung, 2014 im Durchschnitt um 30% gestiegen. Der Richtwert ist 2014 im Durchschnitt um 30% in der Stadt gestiegen und 2015 im Durchschnitt um 50%. Und das zeigt, dass da aufgrund der niedrigen Kapitalmarktzinsen Menschen ihr Geld in Sicherheit bringen oder Investoren spekulieren. Und gleichzeitig muss man sich mal vor Augen halten, was das bedeutet. Ich habe vorhin gesagt, 22.500 Baugenehmigungen im vergangenen Jahr, 12.500 Fertigstellungen. Also es ist immer eine Differenz zwischen Baugenehmigung und Fertigstellung. Aber hier an der Stelle muss man sagen, 40% der erteilten Baugenehmigungen werden nicht umgesetzt. Wir setzen 40% unserer Verwaltungskapazitäten in die Erstellung von Baugenehmigungen, die nicht gebaut werden, sondern nur zur Spekulation genutzt werden. Das ist nicht hinnehmbar. Wenn wir das weiterdenken und überlegen, dass wir 15.000 bis 20.000 Wohnungen im Jahr haben und diese Zahl mal weiterrechnen, bräuchten wir bei dem Verhältnis etwa 40.000 Baugenehmigungen im Jahr. Das können wir nicht machen. So viel Personal können wir nicht einstellen. Das ist nicht leistbar. Das heißt, wir werden uns sehr wohl überlegen müssen, was wir tun, um die Spekulation in der Stadt, auf dem Immobilienmarkt in der Stadt einzuschränken. Ich habe da schon mal ins Gespräch gebracht, in Absprache mit dem Finanzsenator, dass wir was bei der Grundsteuer tun. Grundsteuer oder Grunderwerbssteuer. Das müssen wir überlegen, dass also Grundstücke, Baugrundstücke, die nicht bebaut werden und nur zu Spekulationszwecken eingesetzt werden, höher besteuert werden als Grundstücke, die bebaut werden. Einfach um die Spekulationsblase an dieser Stelle wenigstens teilweise abschöpfen zu können, um auf diese Weise einschränkend tätig zu werden. Weil wenn die Grundstückspreise sich in der Stadt so weiterentwickeln, brauchen wir über bezahlbares Wohnen gar nicht zu reden. Ich will bei den Hausaufgaben des Landes Berlin nicht zu lang werden. Das sind jedenfalls die Dinge, die wir gemacht haben, neben den anderen Entscheidungen, die wir getroffen haben, um die Mietpreisentwicklung zu dämpfen. Vielmehr möchte ich noch mal 8 Problemstellungen ansprechen. Keine Sorge, es sind kurz 8 Problemstellungen angesprochen, weil es wirklich nur Probleme sind, für die ich im Moment noch keine Lösung anbieten kann. 8 Problemstellungen, die wir mit der Stadtgesellschaft ausdiskutieren müssen. Die erste Frage ist nämlich die Frage der Flächen. Ich habe vorhin, vielleicht haben Sie es gemerkt, formuliert, theoretisch haben wir Flächen für 200.000 Wohnungen. Theoretisch habe ich deshalb gesagt, weil es darum geht, diese Flächen zu mobilisieren. Und wir gegenwärtig überall erleben, dass wir, ich wollte jetzt gerade über sagen, an nahezu jeder Stelle, ich sage mal vorsichtig, an vielen Stellen, an denen wir die Absicht äußern zu bauen, auf Widerstand stoßen. Mit dem Argument, dass an anderer Stelle günstigere Flächen zu haben sind. Und gleichzeitig fordert die Stadtgesellschaft von uns aber Einwirkung auf die Dämpfung der Mietpreisentwicklung. Und alle Entscheidungen, die wir getroffen haben, Mietpreisbremse beispielsweise, Umwandlungsverordnung, das Bündnis mit den Wohnungsbaugesellschaften, das Wohnraumversorgungsgesetz und so, das ist alles gut und richtig. Aber solange wir die Situation haben, dass eine extreme Nachfrage auf ein zu geringes Angebot stößt, werden die Preise steigen. Das heißt, wir müssen bauen. Und diese Überlegung, dass es nicht um die Fläche nebenan geht, die liebgewordene Grünfläche, bei allem Verständnis für die persönlichen Belange, sondern dass es eine Frage ist, die die ganze Stadt bewegen muss, weil es um die Mietpreise in der ganzen Stadt geht, dass wir bauen. Die Frage muss in der Gesellschaft, in der Stadtgesellschaft nach meiner Überzeugung noch tiefergehender diskutiert werden als bisher. Wir schauen alle auf London und sagen, eigentlich eine tolle Stadt, aber die Mietpreisentwicklung in London, die wollen wir keinesfalls. In Berlin kann man auch in der Innenstadt wohnen, in London nicht mehr, nur wenn man Millionär ist. Aber wenn wir Londoner Verhältnisse an dieser Stelle nicht erreichen wollen, dann müssen wir heute was tun. Wenn wir 10 Jahre diskutieren und dann erst anfangen, sind wir bei Londoner Verhältnissen. Noch nicht ganz, aber in diese Richtung. Das heißt, heute müssen wir agieren. Heute müssen wir Flächen mobilisieren, damit wir in den nächsten Jahren bauen können. Die zweite Frage ist die Frage, wie bauen wir? Wenn wir so weiterbauen wie bisher, verbrauchen wir zu viel Flächen. 44% der Stadtfläche Berlins sind Grün- und Freiflächen. 44% der Stadtfläche Berlins sind Grün- und Freiflächen. Das macht die Qualität, Lebensqualität in unserer Stadt aus. Und wenn wir für 400.000 Menschen Wohnungen bauen, mit dem Flächenverbrauch, den wir gegenwärtig haben, weil wir jedes Mal bei einem Bauvorhaben die Diskussion führen, kann es nicht eine Etage niedriger sein, kann die Grünfläche nicht größer sein, dann verbrauchen wir zu viel Fläche. Dann gefährden wir diese
Qualität, die wir, Lebensqualität, die wir in der Stadt haben. Und das heißt, wenn wir das schaffen wollen, müssen wir an den Stellen, an denen wir bauen, dichter bauen und höher bauen als bisher. Einfach um die Freiflächen, um die Ressourcen an anderer Stelle schonen zu können. Dritter Punkt, die Baupreise. Wenn wir von seriellem Wohnen reden, serieller Vorfertigung reden, kommt das Gegenargument, das ist Plattenbau 2.0. Da würde ich sagen, na, Plattenbau ist nicht per se schlecht. Die Schwierigkeit liegt in der Monotonie des Städtebaus. Wenn wir es schaffen, serielle Vorfertigung im Wohnungsbau zu ermöglichen und gleichzeitig den Städtebau nicht monoton gestalten, liegt genau darin die Chance, die Baupreise zu senken. Denn wenn wir für jedes einzelne Wohnungsbauprojekt eine individuelle Planung vornehmen, mit individueller Aufzugsplanung beispielsweise, dann wird das jedes Mal sehr, sehr teuer. Dann müssen wir über bezahlbaren Wohnraum und Senkung der Baupreise eigentlich nicht reden. Deshalb bin ich überzeugt, wir brauchen serielle Vorfertigung im Wohnungsbau. Und wir müssen offensiv damit umgehen. Und wir müssen für Qualität dabei sorgen und uns nicht dagegen wehren und sagen, das ist Plattenbau 2.0. Das ist eine Frage an die Architekten an dieser Stelle. Viertens, die demografische Entwicklung. Neben aller Frage der steigenden Einwohnerzahlen werden wir alle miteinander zum Glück auch noch älter. Und die Bevölkerungsprognose sagt uns gleichzeitig, dass die Zahl der über 65-Jährigen, ich glaube so um über 60% steigen wird bis 2030, und die der über 80-Jährigen noch mal stärker. Das heißt, wir werden in relativ naher Zeit, das ist gar nicht mehr so lange hin, in eine Situation kommen, dass die Hälfte der Menschen in unserer Stadt über 50 Jahre alt ist und älter. Und das heißt, die Frage, wie wir diese Stadt altersgerecht umbauen, ist eine Frage, mit der wir uns heute befassen müssen. Es wird nicht die Situation eintreten, dass in 20 Jahren ein Finanzsenator XY kommt und sagt, hier, Bausenator, hast du ganz viele Milliarden Euro und dafür baust du jetzt die nächsten 2 Jahre die Stadt altersgerecht um. Sondern der Weg zur altersgerechten Stadt heißt jedes Jahr einen kleinen Schritt. Und heute müssen wir beginnen. Und meine Damen und Herren, der Markt leistet das eben nicht. Wir haben 41.000 barrierefreie Wohnungen zu wenig in der Stadt. Schon heute zu wenig in der Stadt. Und die Frage ist, wie kommen wir zu barrierefreien Wohnungen, zur altersgerechten Gestaltung des öffentlichen Stadtraums in der Stadt? All diese Dinge sind mitzudenken, auch bei dem Wohnungsbau, über den wir jetzt reden, über den wir jetzt planen, sind diese Fragen der Altersgerechtigkeit und der demografischen Entwicklung unbedingt mitzudenken. Fünftens die Infrastruktur. Wir werden das Wachstum der Stadt nicht mit dem Auto bewältigen können. Also die Frage der Mobilität ändert sich in den nächsten Jahren gravierend. Wir erleben, das Tempo der Änderung nimmt deutlich zu. Mehr Menschen fahren Fahrrad, der öffentliche Personennahverkehr gewinnt an Bedeutung. Der Anteil des Autoverkehrs ist inzwischen in Berlin auf unter 30% gesunken. Und die Schlussfolgerung, die wir daraus ziehen müssen, nämlich den öffentlichen Personennahverkehr stärker auszubauen, mehr Fahrradwege zu bauen, die Fußgängerstrategie zu verbessern, den öffentlichen Raum zu verändern, das ist eine Diskussion, die in den nächsten Jahren enorm an Bedeutung gewinnen wird. Und auch da ist ganz deutlich, Investitionen in den öffentlichen Personennahverkehr, die müssen wir jetzt leisten. Ich habe in den vergangenen Wochen verschiedene Briefe bekommen, aus Reinickendorf von der CDU, aus Neukölln, von meiner eigenen Partei, der SPD, die sich alle U-Bahn-Linien bestellen. Und die BVG möchte zwischen Warschauer Straße und Ostkreuz eine U-Bahn bauen und so. Das ist alles total interessant, kostet leider ziemlich viel Geld. Und die Frage, wie wir die Stadt öffentlich erschließen, dass wir zunächst die neuen Wohngebiete, die noch nicht öffentlich erschlossen sind, an das öffentliche Netz anbinden, bevor wir in anderen Wohngebieten für hunderte Millionen oder Milliarden Euro Parallelstrukturen aufbauen, die, glaube ich, muss ich auch in der öffentlichen Diskussion durchsetzen. Genauso heißt mehr Einwohner auch mehr Schulplätze, mehr Grünflächen, mehr Kindertagesstätten. All diese Planungen, die wir im Moment zur Grundlage hatten für unsere Strategie Berlin 2030, werden wir in den nächsten 1-2 Jahren überarbeiten und nach oben korrigieren müssen. All das gehört in der Diskussion dazu. Und übrigens kommt bei der Integration von Flüchtlingen noch das Thema der Schulplätze dazu.
Da werden immer wieder Erwartungen an den Senat gestellt, baut doch heute schon die entsprechenden Schulplätze für die Kinder, die mit den Flüchtlingen nach Berlin gekommen sind oder im Rahmen des Familiennachzuges in den nächsten 2-3 Jahren nach Berlin kommen werden. Nach der Bevölkerungsprognose können wir sehr gut die hiesige Bevölkerung einschätzen. Wir wissen, wie viele Kinder geboren wurden. Wir können ungefähr abschätzen, wie viele Kinder geboren werden. Wir wissen, wo sie ungefähr wohnen. Also auf dieser Basis können wir eine recht genaue Vorhersage in der Bevölkerungsprognose machen. Bei den Flüchtlingszahlen überhaupt nicht. Meine Damen und Herren, ich weiß nicht, niemand hier im Raum weiß, wie viele Flüchtlinge im Rahmen des Familiennachzugs in den nächsten 2-3 Jahren kommen. Niemand weiß, wie alt die Kinder sind, die kommen. Niemand von uns weiß, an welchen Stellen in der Stadt die wohnen werden. Niemand von uns weiß, wie lange sie in unserer Stadt wohnen werden. Und darauf heute Infrastruktur abzustellen, ist nahezu unmöglich. Und trotzdem setzen wir uns der Kritik aus, also ich sehe das kommen, dass wir in 2-3 Jahren, wenn sie da sind, gefragt werden, warum habt ihr das jetzt nicht bedacht? Weil ihr hattet ja jetzt schon 2-3 Jahre Zeit. Wie erfassen wir eigentlich das Problem? Wie gehen wir mit dieser Frage um? Sechster Punkt, Klima und die Energieeinsparverordnung. Wir wollen ja nicht nur Wohnungen bauen, sondern wir wollen auch alle gute Menschen sein und das Klima retten. Und jede neue Stufe der Energieeinsparverordnung erhöht die Baupreise. Und wir haben dort einen echten Zielkonflikt. Wir haben mit der neuen Stufe der Energieeinsparverordnung im Januar diesen Jahres, nachdem wir alle behauptet haben, wir wollen die Baupreise senken, dafür gesorgt, dass wir die Baupreise so mal um 7% erhöht haben. Und die nächste Novelle der Energieeinsparverordnung ist schon in der Diskussion. Da haben wir in der übernächsten Woche eine Sonderkonferenz der Bauminister hier in Berlin. Da geht es um die Frage, wie sieht denn das mit der nächsten Stufe der Energieeinsparverordnung aus? Und natürlich müssen wir es trotzdem tun. Denn wer soll die Energiewende herbeiführen? Wer soll für Klimawandel eintreten, wenn nicht wir? Wir sind eines der friedlichsten Länder der Erde, wir sind eines der demokratischsten Länder der Erde, wir sind übrigens auch eines der reichsten und wirtschaftlich stärksten Länder der Erde. Wer soll eigentlich für Klimaschutz sorgen, wenn nicht wir? Wer soll vorangehen, wenn nicht wir? Also auch diese Frage ist mitzudenken. Mischungen in der Stadt. Unser Planungsrecht stammt aus den 60er, 70er Jahren und sagt, harte Trennung zwischen Gewerbegebiet und Wohngebiet auf der anderen Seite. Mit dem Gedanken, dass Gewerbe stark emittierend ist, laut ist und stinkt. Heute ist das Gewerbe anders. Wenn wir in der Stadt über Gewerbe reden, wir haben auch Industrie und produzierendes Gewerbe zum Glück in der Stadt. Aber wenn wir über Gewerbe in der Stadt reden, über Start-ups und Ähnliches, dann hört man das Klappern der Notebooks. Aber das ist alles. Und zu überlegen, wie schaffen wir es, lebendige Städte zu bauen? Wie schaffen wir es, lebendige Quartiere in Berlin entstehen zu lassen? Also nicht Schlafstätte auf der anderen Seite und dann an einer anderen Stelle ein Gewerbegebiet und dann haben wir noch zusätzliche Verkehre zwischen Wohngebieten und Gewerbegebieten, sondern wie schaffen wir es, lebendige Mischung in der Mitte der Stadt möglichst auch entstehen zu lassen, bedeutet für uns, wir müssen an der Änderung des Planungsrechts arbeiten. Da sind wir unterwegs, gemeinsam mit Hamburg und anderen großen deutschen Städten diskutieren wir mit dem Bundesbauministerium über diese Frage, dort an dieser Stelle eine Planung oder eine Veränderung des Planungsrechts herbeizuführen. Und abschließend und achtens die Frage, wie erhalten wir die soziale Mischung in unserer Stadt? Es ist eine der Qualitäten, auf die wir stolz sind, dass Menschen unterschiedlich von ihrem persönlichen Einkommen in allen Teilen der Stadt wohnen können. Ich sagte schon, in London ist das nicht mehr der Fall. In Paris ist es auch nicht der Fall. Und an einigen Gebieten der Friedrichstraße ist es heute in Berlin auch schon nicht mehr der Fall. Und wenn wir aber diese Mischung, die einen großen Teil auch der Attraktivität Berlins ausmacht, die diese Stadt spannend hält, bewahren wollen, dann geht das nur, wenn wir Sozialwohnungen auch in der Mitte der Stadt bauen, neu bauen. Wenn wir Sozialwohnungen halten, die Diskussion darüber führen, und neue Sozialwohnungen auch in der Mitte der Stadt bauen. Und wenn wir das Förderprogramm Soziale Stadtentwicklung nutzen, die soziale Ausgewogenheit in unseren Wohngebieten tatsächlich zu bewahren oder wiederherzustellen. Auch so wird übrigens nur Integration funktionieren, wenn wir uns um die Wohngebiete kümmern. Denn die Häuser bauen ist das eine. Solidarität zwischen den Menschen, Nachbarschaft zwischen den Menschen zu organisieren, das ist das andere. Dafür werden wir dieses Förderprogramm sehr gut und klar in den nächsten Jahren weiter einsetzen müssen. Meine Damen und Herren, wir wollen demokratische Prozesse stärken. Wir wollen Menschen darin bestärken,
ihr Lebensumfeld mitzugestalten. Ich sage Ihnen das auch für mich persönlich an dieser Stelle. Ich habe mich entschieden, Sie merken das vielleicht in der einen oder anderen Entscheidung oder in der öffentlichen Diskussion, mich dafür einzusetzen, dass wir in Berlin bauen, bauen, bauen. Und ich habe mich persönlich dafür entschieden, an den verschiedenen Stellen auch Entscheidungen zu treffen, dass gebaut wird, auch wenn es vor Ort Widerstände gibt. Ich muss bloß für mich auch aufpassen, dass ich die nötige Sensibilität bewahre. Denn es kann ja auch gut sein, dass der ein oder andere Widerstand berechtigt ist. Sage ich jetzt mal so selbstkritisch. Und deshalb muss diese Stadtgesellschaft den Dialog miteinander führen. Müssen wir miteinander reden, weil ich kann nicht immer drüber bügeln. Und die Bürger können nicht immer sagen, nein, machen wir nicht, egal was ihr dort plant. Und Schilder hochhalten, auf denen Nein steht und sich der Diskussion verweigern. Sondern wir müssen miteinander ins Gespräch kommen über den besten Weg, diese Stadt zu gestalten. Ich erkläre von meiner Seite meine Offenheit dafür. Ich glaube auch, dass wir haben es genannt, die dritte Gründerzeit, die wir jetzt erleben, dass diese dritte Gründerzeit, die wir haben, eine Chance dafür ist. Die zweite Gründerzeit, die wir hier in der Stadt hatten, im Deutschen Kaiserreich, war noch geprägt von extremer sozialer Ungleichheit und ist höchst demokratisch vonstatten gegangen und war gekennzeichnet von einer politischen Ausgrenzung eines großen Teils der Bevölkerung. Das müssen wir anders machen. Das können wir auch anders machen. Wir müssen das an dieser Stelle anders machen. Wir müssen es übrigens auch anders machen als andere wachsende Metropolen in der Stadt. Also wenn wir uns die Entwicklung großer Städte in Afrika und in Asien anschauen, dann wachsen die noch mit viel größerer Dynamik als Berlin, aber viel undemokratischer. Und deshalb meine herzliche Bitte, die Diskussion nicht nur hier heute Abend zu führen, sondern miteinander beharrlich zu führen, mit dem Ziel, das wachsende Berlin zu gestalten. Und meine Damen und Herren, ich rufe uns dazu, nur Mut, Verzagtheit hilft uns an dieser Stelle nicht weiter. Wer soll diese Entwicklung Berlins steuern, wenn nicht wir? Wir sind aufgerufen, das zu schaffen. Und meine Damen und Herren, im vergangenen Jahrhundert, in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, stand Berlin vor einer ähnlichen Herausforderung. Und damals sind die Bauhaussiedlungen entstanden, Bruno Taut, Karl Legien. Die sind heute UNESCO-Weltkulturerbe. Das heißt, dass wir viele Wohnungen bauen müssen, heißt nicht automatisch, dass es ein monotoner Städtebau sein muss oder dass das unsozial sein muss. Es liegt an uns. Wir müssen das gestalten. Wir müssen das miteinander gestalten. Und ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hierher gekommen sind und die Bereitschaft zeigen, mitzudiskutieren. Lassen Sie uns kritisch diskutieren. Keiner hat immer recht, das ist völlig klar. Und aus dieser Reibung, die wir dann miteinander haben, da entsteht etwas Gutes. Ich bin optimistisch für Berlin. Die besten Zeiten liegen noch vor uns. Vielen Dank.